Hallihallo, heute wird's etwas theoretisch. Heute das theoretische Workaround zu meinem theoretischen Angriffsszenario, wenn man es denn so nennen will, vom letzten Mal. Was war letztes Mal geschehen? Da hatte ich gesagt, es ist im Moment so, dass wenn im Hostnamen unter Linux, hier zum Beispiel unter Linux Mint, ein Shell-Kommando enthalten ist, dieses jedes Mal, wenn man ein Terminal startet, eine Konsole, eine TTYP-Sitzung, dieses Shell-Kommando in das Terminal injiziert wird. Nun, normalerweise seid ihr ja root und ihr setzt den Hostnamen, in dem Fall hier Mintdep oder das Shell-Kommando. Manchmal ist man aber nicht Herr seines Hostnamens, sondern mietet einen Server und deshalb mal das theoretische Workaround dieses Problems, wenn man nicht Herr des Hostnamens ist, sondern der Hostname zum Beispiel vielleicht auch von irgendeinem Magaziner vergeben wird, der die Inventarliste führt und jedem Rechner einen Namen zuordnet. Unter anderem vielleicht fälschlicherweise einen mit Shell. Kommando. Denn wenn es ein Shell-Kommando enthält, wird es bei jedem User, auch dem Root, injiziert, jedes Mal, wenn man das Terminal benutzt. Heute also der Workaround zu diesem Bug. Habe ich hier mal gebastelt. Ich musste mich mit der Bash beschäftigen. Bin ich eigentlich gar nicht so der Freak. Ja, gut. Es gibt in etc. init.d die Datei hostname.sh, ein Shell-Skript. Da steht normalerweise bin sh, habe ich geändert auf bin bash. Warum? Weil ich hier ein weiteres Kommando hinzugefügt habe, das nach meinem Experimenten nur mit der bash ausgeführt werden kann. Sh hat diese Funktionalität nicht. Was passiert in dieser Shell-Datei? Die behandelt sowieso den Hostnamen und das kommt nach dem Setzen des Hostnamens. Und da könnten wir ja die bösartigen angenommenen Einstellungen des Internet Service Providers oder des Magaziners wieder rückgängig machen. Wir wollen also nicht den Hostnamen ändern in der Hostname-Datei oder Host-Datei, dann lassen wir es so. Das Shell-Kommando soll aber trotzdem nicht auf unser Terminal was tun. Also, wie gesagt, hier habe ich Bash ausgemacht. Wie gesagt, nochmal Hinweis: Ich bin jetzt nicht der beste Bash-Programmierer. Ich mache das sonst in Python. Ja, gut. Was habe ich dann gemacht? Gut, hier wird sowieso der Hostname behandelt. Ja. Und da habe ich einen Patch gemacht, nämlich diesen hier. Ich habe nämlich entdeckt, es gibt Bash. Ein Austauschkommando, ein Substitutionskommando, wie auch immer man es nennen will, wo man zum Beispiel aus dem Namen Hostname jetzt guckt, was ist da denn alles so drin. Ja. Alles so drin heißt zwei Schrägstriche. Ne? Nur einmal gucken, was ist drin, heißt ein Schrägstrich. Ne? Geht es nur beim ersten Suchtreffer los und zwei Schrägstriche heißt, guck mal, was da alles so drin ist. Ne? Und wenn da ein Zeichensatz drin ist, ne? Zeichensatz in eckigen Klammern, und der besteht nicht aus den üblichen Verdächtigen, nämlich den Großbuchstaben A bis Z oder den Kleinbuchstaben A bis Z oder den Zahlen 0 bis 9, alles erlaubte Dinger. Vielleicht wollt ihr noch den Unterstrich erlauben oder das Minuszeichen. Ja, hier muss noch ein Schräger dafür, weil sonst das Minus ein Biss ist. Ja, also hier ist ein Zeichensatz. Ja, also wir sagen jetzt, guck mal, wo der Hostname ist. Ne? Und guck überall mal, ne, mit zwei Schrägstrichen. Und wenn das nicht, ne, nicht heißt hier das Ding dann, wenn das nicht A bis Z ist, A bis Z 0 bis 9 und so weiter, dann, das kommt hinter einem anderen Schrägstrich, dann machst du mal ein X da draus. Also dieser Satz mit X, ne, da war wohl nichts, heißt, Hostname, guckst du alle Zeichen durch, ne, alle Zeichen durchgucken ist zweimal Schrägstrich gucken. Zeichensatz checken, ob zulässig, ne. 0 bis 9 ist zulässig, A bis Z ist zulässig, klein, groß geschrieben, wunderbar. Und wenn nicht, ne, dann kommt die Nummer hier, ne, dann macht ein X raus. So,
Das ist eigentlich die einzige Zeile, die man da ändern muss. Ne? Mach aus dem Hostnamen alle Zeichen raus, die da nicht hingehören. Nämlich zum Beispiel ja, diese komischen französischen umgedrehten Hochkommentar oder das Umleitungszeichen. Ne? Das könnten alle Shell-Kommandos sein, sind es in dem Fall auch so. Und diese Substitution, ne, ist ein Bash-spezifischer Befehl, so scheint es mir zumindest, lief nicht, wenn ich hier oben einfach nur SH habe stehen lassen. Ne? So, jetzt kenne ich mich mit Run-Level nicht so gut aus. Das Run-Level S läuft das hier, das Skript. Ne? Also bei mir lief es gar nicht. Das ist wohl Run-Level 1, Wartungsmodus. Ich habe auch probiert Run-Level 3, wie auch immer. Jedenfalls lief dieses Skript nicht automatisch. Da war ich leid mit Run-Level. Ich denke, das kriege ich auch anders. Ne? Kriege ich auch anders so laufen, sondern habe dann gesagt, in der Datei. Etc. rc.lokal. Da habe ich einfach dieses Skript starten lassen, ne? Wie man das normalerweise mit einem Service zum Beispiel macht. Ne? Etc. init hostname.sh start. Ne? Dann wird das Ding gestartet. Also da war ich schon mal sicher, dass dieses Skript tatsächlich ausgeführt wird, egal was hier mit Run-Level ist, wo ich keine Ahnung von habe. Also im Prinzip wie immer. Nun, durch diesen Patch wird Folgendes passieren. Der Host und der Hostname bleiben so, wie sie sind. Weil ich ja angenommen keinen Einfluss drauf hätte, ne? Könnte ich als Root natürlich jederzeit ändern, aber ich dürfte vielleicht gar nicht, weil ich nicht der V-Server-Admin bin und mein Internetprovider verbietet mir, du darfst Hostname nicht ändern, oder der Verwalter aller PCs sagt, der muss so bleiben, die ja, Inventarnummer ist halt so gut. Und dann kann ich aber immer noch rausfiltern, im Nachhinein, ne? Also mit R10 lokal wird die Shell-Datei hostname.sh definitiv gestartet, habe ich jetzt hier mal erzwungen. Nicht schön, aber selten. Dann kommt dieser Patch hier zum Zuge. Funktioniert, wie gesagt, nur, wenn da Bash steht. Mit SH habe ich da nicht zum Laufen gekriegt. Ich bin, wie gesagt, kein Bash-Programmierer. Aber hingekriegt habe ich es, ne? Wie gesagt. Ne? Und dann war der Hostname wieder sauber. Das Shell-Kommando, obwohl eingetragen, kommt nicht zum Zuge. Dann sieht das nämlich so aus. Hier sieht man, ein X wurde überall da eingefügt, wo vorher ein bösartiges Zeichen war, nämlich die umgedrehten französischen Hochkommentar. Und das Umleitungszeichen gibt es jetzt auch nicht mehr. Ja, wunderbar. Und hier war auch noch so ein umgedrehtes Hochkommentar. Ist nicht mehr. Und deshalb wird das Shell-Kommando, was im Hostnamen war, nicht mehr injiziert und es entsteht nicht die Datei Bug bei mir. Gut, das ist natürlich ein übel zusammengeschrobbter Workaround, aber erlaubt ist, was funktioniert, glaube ich. Ne? Ihr könnt es natürlich noch schöner machen. Ich hoffe, hiermit geholfen zu haben. Probiert es mal aus oder besser vielleicht nicht. Oder ja, wollen wir hoffen, dass ihr selber Herr über den Hostnamen und Host seid und bleibt. Dann könnt ihr nämlich einfach den ganzen Kappes hier vorne und dahinter weglöschen. Und dann ist das gut. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.